Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir haben 2 Tage gebraucht, um hier unsere Hütte zu bauen. Und ich finde, ist sie ganz nett geworden. Sieht mal ein bisschen anders aus. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen die Map erkunden. Und zwar, wo fangen wir denn am besten an? Wir gucken einfach mal auf die eigentliche Karte. Okay, wir sind eigentlich ziemlich weit im Nordwesten. Ich glaube, wir sind ja ganz im Westen gespawnt. Und gucken uns mal so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten an mit unserem lieben kleinen Bloodstalker hier. So, wir gehen mal in den Schwebemodus. Und ja, damit kann man ja dann doch einigermaßen langsam schweben und sich mal alles ein bisschen in Ruhe angucken. Wir haben hier unten den zugefrorenen Teich. Und soweit ich weiß, kann man da ein bestimmtes Event machen, das sich Angeln nennt. Theoretisch könnte man das natürlich gleich mal ausprobieren. Oder wir warten halt noch ein bisschen. So. Ich hole mich mal da unten ran. So, da sind wir. Eine Ego-Perspektive ist unangenehm. Das hier ist der Teich. Wir haben hier so ein paar Löcher. Ich weiß jetzt nicht so genau, beim Angeln, wenn man das anmacht, kriegt man dann da auch einen Stuhl gestellt? Vermutlich schon. Und eine Angel, denke ich doch mal, auch. Wäre dann also die zweite Angelquest. Wir hatten ja schon mal eine im Sumpf. Wenn der Terizino da mal ein bisschen weichen würde, dann würde ich es mir auch mal angucken. Genau. Na, ja. Ganz normales Fischen einfach, ne? Mit einer Angel. Nicht mit dem Netz, so wie es im Bockbiom war, sondern mit der Angel. Gut, dann haben wir hier diesen Wasserfall. Der führt ja dann letzten Endes wieder nach da oben, wo wir jetzt wohnen. Und dann soll es hier diesen zugefrorenen Fluss geben oder teilweise zugefroren. Und dem kann man nach oben folgen und da sollte man dann eigentlich noch ein zweites Event finden. Ich weiß gar nicht was, gucken wir uns gleich mal an. Und den Eingang zu der Höhle, von der aus oder in der man die Ferroxe zähmen kann. Aber wie gesagt, Vorsicht, da drin finden sich auch so einige, was war das? Achso, Affen. Also einige Eisbären. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie über dem Normallevel sein können oder nicht. Keine Ahnung. Aber sie machen natürlich trotzdem ziemlich viel Schaden. Ne? So ein Eisbär ist schon ziemlich heftig. Da oben, da ist das Event. Eventuell findet das Event selber ja auch in dieser Höhle statt. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das habe ich jetzt nur bei jemand anderem mal gesehen. Wir stellen uns mal kurz hier zu dem Schaf. Und gucken mal, was das hier... kann ich das überhaupt auswählen? Ja, starten. Searching for Frozone. Brave winter's chill to find hidden points among the frozen lakes and ice structures. The cold never bothers you away. Ja, also man muss halt verschiedene Punkte finden. Und ich weiß nicht, kommt jetzt die Lawine hierher? Ist immer schwer einzuschätzen. So, ich mach mal hier meinen Hut wieder an. Mach mal auch das hier an. Und dann gucken wir einfach mal hier rein. Wie gesagt, hier gibt es halt Bären drin. Die machen sehr viel Schaden. Aber hier gibt es eben auch Ferox. Ja, du Kleiner. Und da kommen auch schon die Bären. La la la, la la la. Ja, eventuell kann man die auch einfach alle so rauslocken. Die ganzen Bären. Und dann hat man da drin seine Ruhe, möglicherweise. Cool, da oben sehe ich doch einen Glitch. Den wollen wir uns doch mal gleich holen. Wir folgen einfach hier weiterhin dem zugefrorenen Fluss. Da oben ist auch nochmal ein See. Der ist nicht zugefroren, wie schön. Was paddelt denn da? Sind das Wölfe? Ja, weil die sind alle so hintereinander. Sieht lustig aus. Hüpf. Okay. Befürchte, die kommen jetzt aber hier alle. So, dann esse ich eben mal einen. Da ist es schon mal einer weniger. Oh. Ja. Nein, lass mich. Ja. Spanne deinen Faden, mein Freund. Muss ich euch eben aus sicherer Entfernung wegangeln, wenn das anders nicht geht. Wobei, jetzt sind ganz viele runtergefallen, ne?
So, wir klettern einfach hier oben wieder lang. Sieht sowieso ziemlich cool hier aus. Was jetzt? Schon wieder. Also hier geht ja... Ah, da drüben sieht man es. Hier gehen ja wirklich ständig Lawinen ab. Bin ein bisschen überrascht. Ich lasse den mal kurz hier stehen. Und wir machen... Hä? Ich mach gar nichts. Hier, da. Yeah, that's it. Bam. This biome is supposed to be mountainous and frigid. Obviously. But it's not supposed to be this bad. The weather generation system is locked in blizzard mode and throwing up a glitch like the one I just fixed rather than shift to milder weather. So if you were hoping for a sunny spell, well, the forecast calls for more of the same. And that's the forecast forever. Was haben wir hier? Säbelzahnkatzen, okay. Das sind übrigens welche von den X-Kreaturen. Hopp, mach. Okay, wir hängen hier wunderbar. Können wir uns vielleicht mal die ein oder andere Katze holen? Oder zumindest mal angucken. Vielleicht sind die ja... Geht die jetzt auch über den Abgrund? Hm. Vielleicht sind die ja auch gut, ja? Dann wäre es natürlich schade, sie zu töten. Letzten Endes wollen wir ja auch hier alle X-Kreaturen zähmen. Ne, die waren nicht so gut. 55 oder irgendwie sowas stand da, glaube ich, gerade. Hm. Die ist jetzt sowieso gleich tot. Aber der Tirizino nähert sich mal wieder unserem Glitch. Ungünstig. Ja, wir können dann ja gleich mal den Berg weiter nach oben. Halt. Wenn wir hier noch schnell das Fleisch holen. Ich finde, dass der Bloodstalker ziemlich viel frisst, um ehrlich zu sein. So, du gehst mal ein Stück weiter runter. Und ich hole mir den Glitch. Yes! Phew! I think I just improved the Genesis Simulation. That glitch resulted when two survivors aimed mining lasers straight at each other. The beams collided and boom! There's your glitch. Aha. Now that I fixed it, two mining lasers aiming at each other will cause a glitch. But that doesn't mean it's a good idea. Don't cross the streams, mate. Das ist mal wieder eine Anspielung auf einen Film, nämlich auf die Ghostbusters. Da haben zwei Survivor die Ströme von ihrem Mining Drill, also von ihrem Bergbauwerkzeug, gekreuzt und dadurch eben diesen Glitch verursacht. Die sind auch beide irgendwie wohl dabei... Ah, nein! Beide dabei umgekommen. Manchmal würde ich mir wünschen, er würde ein bisschen mehr abbremsen. So. Deswegen hat sie uns nochmal eindrücklich gesagt, wir sollen nicht die Ströme kreuzen. Und das ist ja auch ein sehr bekannter Spruch aus den Ghostbusters. Oh my, did I do that? That glitch left a bit of an aftertaste. I feel a bit rotten. Boing. So. Wir schweben mal wieder davon. Hier oben gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Metall, wie es scheint. Ich hatte schon, ja, also ich hatte nicht so viel bei mir in der Nähe davon gesehen. Aber vielleicht erkenne ich das auch einfach so schwer, weil die durch den Schnee echt gut getarnt sind. Hier ist auf jeden Fall Kristall. Das nehmen wir mit. Weil wir wollen ja richtige Fenster haben, ne? Ich gehe da immer gerne in die Außenperspektive, dann wackelt das nicht so. Hier ist es ganz schön laggy. Weiter geht's. Wir haben ein bisschen Kristall eingesammelt. Der Bloodstalker ist nicht überladen. Der hat wirklich gutes Gewicht. Ich werde allerdings trotzdem mal die Steine rausschmeißen. Was haben wir hier noch? Obsidian, Metall. Wo auch immer das langkommt. Ah, ich sehe schon, da oben ist wieder ein Glitch. Zack. Loslassen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier wieder ein bisschen Kristall. Und New Tyrannos. Und von hier oben beginnt auch eine Rallye, nämlich Säbelzahntiger-Rennen. You got it. That glitch should serve as a warning. Be careful what you wish for.
Survivor 7104-39 was obsessed with breaking the fourth wall, as he put it. He did everything he could to get the attention of whomever's administering the simulation. Bonfires, structures that spelled words, that sort of thing. I don't know whether he succeeded, but I do know he tried so hard that it made that glitch. Oh, wir haben auch Öl gefunden. Sehr schön, her damit. Denn ich möchte natürlich auch einen Stromgenerator haben und dafür brauche ich natürlich ein bisschen Benzin. Jetzt gucken wir uns noch Master Yuti weg. Na, das ist noch eine Säbelzahnkatze. Ja, wir gucken uns noch mal kurz das Event hier an. Also hier ist auch wieder, wie gesagt, so ein Wettlaufen, so eine Rallye. Und zwar... Jetzt kommt die bestimmt gleich, wa? Jupp, hat mich gemerkt, bemerkt... Warte, wir gucken erstmal, wie gut du bist. Nicht, dass ich jetzt hier eine 150er töte oder sowas. Was bist du? 55, ne? Das ist nicht so schlimm. Aber geht nicht. Stirb doch. Ja. Warum erreiche ich den denn nicht? Mein Gott. So. Wir machen jetzt die Mission hier aber noch nicht. Das machen wir dann irgendwie ein andermal. Ich will mich hier erstmal ein bisschen umgucken, damit ich weiß... Halt! Hier geblieben. Miau, miau. Tja, so ist das. So, jetzt können wir uns die, glaube ich, mal in Ruhe angucken. Ja, man muss halt mit der Säbelzahnkatze hier, so wie wir es im Bockbiom mit dem Capro gemacht haben, muss man hier mit der Säbelzahnkatze los. Saber Slalom. Master the Spire Rock Trail by racing your snow saber down the mountain. Ja, genau. Schwupp. So, wir sind jetzt, sind wir ganz oben? Kann man noch nach ganz oben? Hui. Kann ja sein, dass da oben schon die Map zu Ende ist oder sowas. Who knows? Hep. Ja, ist sie auch. Ist sie auch. Die Map ist hier zu Ende. Weiter geht's also nicht. Ist gut, ist gut, ist gut. Na gut, dann gehen wir eben hier wieder auf die Brücke. Zack. Nein! Weg mit dir! Puh, ich hasse diese Viecher. Wow, von hier oben sieht es aber auch wirklich toll aus, ne? Da unten ist der zugefrorene See. Unser Haus müsste, glaube ich, hier oben stehen. Wo jetzt mein Fadenkreuz ist, da müsste unser Haus sein. Man sieht ja ziemlich genau, wo die Map zu Ende ist. Also den Teil, den haben wir uns jetzt mehr oder weniger schon angeguckt. Und hopp! Gehen wir in unseren Fallschirmmodus. Dann sieht man ein bisschen mehr, während man hier so runter segelt. Ich glaube, war das der See, an dem wir vorhin waren? Ja, ich glaube, oder? Nee, ich glaube nicht. Und was ist das da unten? Eine Höhle? Könnte sein. Also wenn ihr diesen Slalompfad hier lang geht, hier unten sieht es so aus, ob es hier in eine Höhle reingeht. Da kommt ein Wasserfall runter. Ja, das sind offenbar offene Seen. Ja, genau, wir wollten mal gucken, ob es hier inzwischen Fische gibt. Im Bockbiom gibt es ja leider keine Fische. Das ist schade. Oh, ist das schön. Ja, ja, genau. Wir wohnen genau da oben, überhalb von dem Wasserfall. Zack. Da unten ist noch ein Glitch, den holen wir uns gleich. Ist auf jeden Fall offenes Wasser, ja. Kann man auch ein Terrazino ranziehen? Nee, ne? Der ist wohl zu groß. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir mal hier irgendwie... Geh da mal... Kannst du nicht weiter... Ach, wir sind immer noch an irgendeiner Strippe dran. Ach, Mann. Also, das ist manchmal wirklich ein bisschen nervig, dass man die nicht sieht. Aber ich sehe ja auch nicht mehr, wenn es regnet. Sehe ich ja auch nicht mehr. So. Ist gut. Lass los. So. Blöder Terrazino. Jetzt hau mal da von dem Höhleneingang ab.
So. Wollen wir doch da mal reingucken. Was ist denn hier so los? Ich glaube, es ist nur ein Durchgang. Na, so sieht man ja nichts. Oh, ist das Kristall? Müssen wir mal kurz abbauen. Kommt der? Nee, ne? Kommt nicht. Mal gucken. Nö, es ist nichts, es ist nur Licht. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ja, ich glaube, da geht's schon wieder raus, oder? Nee, noch nicht ganz. Schöne Höhle. Also ich glaube, dass dieses Slalom hier auch durchgeht. Wir sind auf jeden Fall in einem Missionsbereich. Oh, hier geht's wieder raus. Ist das ein Nashorn? Nashorn ist nicht so schlimm. Ja, cool. Ah, da unten ist der nächste Glitch. Den holen wir uns. Ja, wir müssen die jetzt ja nicht alle holen, aber irgendwann will ich sie natürlich alle haben. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass die jetzt auf Englisch sind. Aber wir können sie uns ja, sollte ich das Spiel nochmal auf Deutsch umstellen, nochmal auf Deutsch anhören. One or more mastery eyes must be out there somewhere. Still, it's a poser. Why would anyone leave the tests intact, but try to knock out the mastery eyes that observe the tests and interpret the results? What's the point of the test if there's no one to see what happened? Tja, was ist Sinn und Zweck eines Testes, wenn keiner da ist, der sieht, was passiert? Geht das hier lang? So, vielleicht doch lieber in der Ego-Perspektive. Hier sehen wir da ein bisschen mehr. Ah, wo sind wir jetzt? Hm. Interessant. Plöpp. Wah. Fallschaden kriegt er ja zum Glück nicht. Also ich bin auf jeden Fall noch von nirgendwo so weit oben runtergefallen, dass ich Schaden bekommen hätte. So, einmal absteigen. Einmal fixing that glitch gave me the chills. Struth, everything here gives me the chills. And I'm not flesh and blood like you. Every critter in this biome has its own solution to the cold. For a saber-tooth or a mammoth, it's obvious. Fair. The Uteranus and the Dodo trap warm air under the feathers. And sometimes the answer lies under the skin. The Kairuku and the Doedicurus have a layer of blubber to keep from freezing out here. Okay, sie hat uns also erzählt, wie die Tiere hier überleben können. Jeder hat so seine eigene Strategie. Die einen haben Fell, die anderen haben eine schöne warme Luftschicht unterm Gefieder. Und, wir hängen fest. Diese komischen, leicht rosa Teile sind sogar Bäume, ja. Und weiß ich jetzt nicht mehr, was sie zum Doedicurus gesagt hat. Schon wieder vergessen. Wir segeln weiter in Richtung, ich würde mal sagen, dieser Struktur da hinten. Da oben ist auch nochmal ein Glitch. Hier ist auch nochmal so eine Bogenstruktur. Scheint vielleicht doch mehr als 3 zu geben. Da oben ist auch nochmal so ein Glitch. Meine Güte. Die sind aber wirklich sehr reichlich vertreten hier. Und da geht schon wieder die nächste Lawine ab. So. Krass. Jetzt klingt immer so, als ob die hier direkt bei einem selber runterkommen. Ja doch, da tut sie ja auch. Noch ein Glitch. Alan True has been fossicking around in all those files again. And being careless about the glitches thrown into the simulation. This one was an historical file. The worst journey in the world. It's about the Scott expedition to Antarctica in the early 20th century. Those poor blokes. They went through frozen hell trying to be the first to reach the South Pole.
and arrived to find that the Norwegians got there first, 34 days earlier. Then frostbite and exhaustion set in, and they all froze to death on the way back. Criminy, that's grim. Okay, hier erzählt sie uns über die schlimmste Reise, die es jemals gegeben hat im 20. Jahrhundert, nämlich die Entdeckung des Nordpols. Dass da irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, dahin zu reisen, nur um festzustellen, dass ein paar Tage vorher die Norweger vor denen dort angekommen sind. Und dann mussten sie einfach wieder umkehren und zurückgehen und sind dabei schrecklich erfroren. So, den Glitch hier, den holen wir uns auch nochmal. Ah, da ist ein Bär. Bär ist nicht so gut. Boing. Geh mal weg, Bär. Das Problem ist, dass man ja so direkt am Glitch nicht wieder aufsteigen kann. I learned something new when I fixed that glitch. This biome was intended to mimic high-altitude mountains, like Mount Everest, minus the Sherpas. So all this frigid weather is just a byproduct of the altitude we're simulating. We don't have to deal with thin air at high altitude, though. Not in this biome, anyway. Stop! So, wir sind ja in einem, sehr merkwürdigen Felsen. Hier drüben ist auch nochmal ein Glitch. Und wir sind offenbar auch in irgendeinem Missionsbereich. Ja, der Baum da hinten ist cool. Ich glaube, das ist schon wieder Ferox-Gebiet, wo diese komischen Bäume sind. You got it. My hovercraft is full of eels. My hovercraft is full of eels. My hovercraft is full of eels. That glitch mucked about with my vocabulary data. Should be all right now. Aha, das Hovercraft ist voller Aale. So, gucken wir kurz auf die Map. Wo sind wir denn hier? Das ist so laut hier, das ist unglaublich. Ja, in der Ecke waren wir tatsächlich noch gar nicht. Ich will mal gerne hier oben drauf. Hap. Geht das nicht? Doch. Ah, das sieht ja interessant aus. Ja, das ist die Eiszapfen da so in die... Na, wahrscheinlich, weil der Wind von der Richtung kommt, gehen die Eiszapfen in die Richtung oder irgendwie so. Hör mal auf, so komisch zu laufen. Ja, da drüben der Felsen, der hat auch sowas. Das ist ja wirklich sehr interessant. Überaus cool. Die Bäume sind toll. Also hier haben wir auf jeden Fall wieder diese sehr, sehr schlechte Sicht. Nein. So, okay. Ja, ich glaube, viel weiter brauchen wir gar nicht, weil wir nämlich sowieso nichts sehen. Da unten ist ein Argentavis, auch eine X-Kreatur von hier. Ich muss mal rausfinden, wo man die Otter bekommt. Weil ist ja auch eine X-Kreatur von hier. So ein Otter, den hätte ich ja schon mal ganz gerne. So. Ich segel hier mal lieber wieder langsam, weil ich sehe ja, wie gesagt, gar nichts. Da sind Wölfe. Aber dann haben wir auf jeden Fall die ganze Map schon mal wieder aufgedeckt. Ja, gar nicht so leicht hier. Ah, wir sind hier an der Außengrenze. Okay, ich verstehe. Haben wir doch eigentlich einen ganz guten Überblick bekommen. Gut, da hinten, also ich würde mal sagen, ungefähr mindestens ein Viertel, wenn nicht sogar ein Drittel der ganzen Map ist überhaupt nicht zu sehen. Weil man halt einfach die ganze Zeit dieses komische, weiße Zeug vor Augen hat. Hier ist ja noch ein Rennen. Mit was geht's denn hier? Rhino, 500. Climb aboard a woolly rhino and race across the frozen plains in the most watched race on Genesis. Also, kletter auf den Rücken eines Rhinos und reite durch eins der meistgesehenen Rennen oder nimm an einem der meistgesehenen Rennen von ganz Genesis bei. Da drüben ist ein Glitch. Da will ich hin. Schwupp.
Wie bewege ich mich so? Ihr habt ja gesehen, mit der Leertaste lange gedrückt halten, dann nimmt er so ein bisschen Anlauf und wenn ihr dann loslasst, springt er in die Luft. Wenn ihr Steuerung gedrückt haltet, die ganze Zeit halte ich es gedrückt, dann ist er in diesem langsamen Gleitflug. Ich habe jetzt außerdem W, also vorwärts, gedrückt. Und immer wenn ich so einen Sprung mache, das ist immer dann, ja, wenn ich eben die Leertaste noch zusätzlich drücke, dann springt er halt immer so ein kleines Stückchen nach vorne. Eine sehr angenehme Art zu reisen. That glitch was all that's left of the mastery eye for this bio. Gone! Deleted, just like that. It's not like this frozen environment won't test us, of course, but no mastery eye means no final test. And worse, I'm not sure if anyone can follow the results of your tests here. I knew you'd be curious, so I looked for clues about how or why the mastery eye was deleted. I gave a blank. Could be a programming error, or it could be related to the security breaches I spotted earlier. So. Da hinten wird es ja schon wieder so neblig. Verdammt nochmal, aber ich glaube, da ist sowieso die Map schon wieder zu Ende. Wir schwingen uns also weiter in diese Richtung. Ich glaube, das hier vorne, wo jetzt mein Kreuz ist, da könnte unsere Base sein. Ah, da unten ist noch eine Mission. Da wollen wir natürlich auch nochmal hin. Mal gucken, was das für eine ist. Dann hat man, ja, dann weiß man, kann man sich vielleicht daran auch so ein bisschen orientieren. Und weiß dann, wo man in etwa ist. Aber es sind ja wirklich echt verdammt viele Lawinen, die hier so runtergehen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Irgendwas mit dem Schild. Ah, wahrscheinlich wieder irgendjemanden eskortieren. Mission Home is where the pouch is. Ja, zu Hause ist, wo der Beutel ist. Wir müssen ein Känguru eskortieren. Zu seiner Mama. Das ist das, was wir schon mit dem Frosch gemacht hatten im Bockbiom. Ja, also was ist der Plan? Ich möchte mir auf jeden Fall nochmal einen Stromgenerator machen und nochmal einen Grill ranholen und vielleicht auch nochmal eine Klimaanlage. Eventuell weiß ich noch nicht ganz genau. Dann möchten wir natürlich hier auch alle Missionen mindestens auf Gamma machen. Und ebenso wollen wir ja auch alle Glitches finden. Können wir ja gleich mal gucken, wie viele wir schon haben. Ich glaube, wir sind ganz gut mit dabei. Und ja, dann die X-Tiere zähmen. Wie gesagt, einmal der Otter, wo ich echt mal gerne wüsste, wo ich den finden soll. Und vor allem, wie ich den ohne Fische zähmen soll. Aber eventuell sind ja unter dem zugefrorenen See. Da könnte man mal gucken. Dann gibt es noch die Säbelzahnkatze, den Argentavis, den Utyrannus. Also Otter, Säbelzahnkatze, Argentavis, Utyrannus. Und Woolly Rhino, genau. Das sind die fünf von hier. Und das Special-Tier, den Ferox, den haben wir schon. Da würde ich allerdings ganz gerne nochmal ein gutes Weibchen haben und vor allem will ich die mal richtig gut zähmen. Mit Meobären ging das ja nicht so gut. Und dann wollen wir die natürlich auch mal züchten, genauso wie wir hier die Bloodstalker gezüchtet haben. Das ist eine sehr merkwürdige Struktur da unten. So, was ist vielleicht noch sinnvoll, mal einen Dödi oder mal einen Enki zu zähmen, wäre vielleicht auch gar nicht so doof. Wobei es gibt ja extra special-farbige Enkis in der Lava-Region und Dödis aber, glaube ich, nicht. Da ist ein Glitch. Hupf. Und die nächste Lawine. Yes! Another glitch, another file from all Earth. This one's fiction. Doc London's to build a fire. I can already tell I'm not going to like this. It's about a man freezing to death in the Yukon. He is a bit near the end. Good idea, he thought, to sleep off to death. It was like taking an anesthetic. Freezing was not so bad as people thought. There are lots worse ways to die. Let's not find out whether he's right about that, eh? Okay, hier geht's offenbar um ein Buch von Jack London. Das Feuerbauen kenne ich gar nicht. Von Jack London kenne ich hauptsächlich diese ganzen Bücher über Hunde. Also Wolfsblut und der Ruf der Wildnis. Die kenne ich alle. So, da drüben ist der nächste Glitch. Und ich denke, wir sind auch gleich rum.
Da haben wir nur ganz, ganz da hinten noch nicht. Aber das kriegen wir auch noch hin. Hep. Nein! Nein! Ah, nein! So, du bleibst mal kurz hier stehen. Und ich kümmere mich mal um dieses Ding. That glitch emerged from data storage. From where they kept you survivors before they let you out into the Genesis simulation for all this mayhem. The data structure is intriguing. And a bit beyond me, if I'm being honest. It shares some code with the mind transfer techniques they use to turn humans into Homo Deus. Two branches with a common root, I suppose. Look around this bio, or any of them really, and you'll see why the Genesis simulation makes a good testing ground for you survivors. It's so bloody hard to build something here. Depending on where you are, you've got avalanches, lava, earthquakes, and an utter lack of solid ground to deal with. All of that makes keeping your buildings upright quite the task. I bet some of these glitches came into being when someone built the dream structure in exactly the wrong spot and kaboom! Some part of the environment huffed and puffed and blew the house down. Ha! Wir sind zu Hause! Juhu! Wunderbar! Wir haben es also geschafft. Ich werde auf jeden Fall die Weber wieder hier mit reinnehmen. Was ist das da drüben? Was Kleines? Ein Schaf. Na gut. Ja, ich werde die Weber hier auf jeden Fall wieder mit reinnehmen. In die Sicherheit unserer Hütte. Hör auf. Weibchen rein. Hep. Super, hier stehst du gut. So, was hast du denn? Fleisch hat sie schon nicht mehr. Wir haben aber ein bisschen Kristall. Das ist gut. Zack, zack. Und ein bisschen Leder und Öl und Pelz und Pilze. Obwohl, warte, das Gammelfleisch... Das tun wir hier rein, um uns ein paar Narcotics zu machen. Gut, super. Dann sagen wir mal kurz Hallo, weil wir höflich sind und gucken uns mal an, was wir jetzt hier alles gefunden haben. Also, wir sind im Arktik-Biom. Wir haben ja noch nichts gemacht. 0 von 34. Eisfischen haben wir gesehen. Ist hier unten am See. Frozone, das ist das an der Höhle von den Ferox. Home is where the pouch is, ist der Escort mit dem Känguru, haben wir auch gefunden. Rhino 500 war irgendwo oben auf so einer Metallstruktur, haben wir auch gefunden. Saber Slalom ist oben auf dem Berg, haben wir auch gefunden. Mount Over Matter, das habe ich nicht gesehen. Mammoth on Parade habe ich auch nicht gesehen. Ruffle Some Feathers habe ich auch nicht gesehen. Dearly Departed habe ich auch nicht gesehen. Hide and Seek auch nicht gesehen und Build Fjord Tough. Da haben wir doch einiges nicht gesehen. Und uns fehlen immer noch 9 Glitches. Ich hätte gedacht, wir hätten inzwischen mehr gefunden, aber nicht schlecht. Gut, dann würde ich doch sagen, dass wir hier mit unserem kleinen Rundgang, Rundflug zu Ende sind für heute. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann. Ciao, ciao.